Herzlich willkommen in der 17. oder 18. Folge von Wir spielen Krieg und sind voll dabei. Mehr oder weniger erfolgreich. Zumindest konnten wir bisher den plötzlich hinzugestoßenen dritten Kriegsgegner unter Kontrolle halten, nämlich die Jungs hier oben. Und nichts würde mir mehr gefallen, als den Typen in den Arsch zu bochen für ihre Frechheit. Eieiei, ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Da habe ich glaube ich mal nie aufgepasst. Hier war doch aber vorhin jemand anders. Na gut, die haben sie wohl weggerockt. Die sind groß. Und ich muss jetzt hier wirklich mal zu Potte kommen. Gibt es hier irgendwo Planeten, die ich besiedeln könnte? Keine Ahnung, weil ich die Sachen nicht kenne. Eine Gaia-Welt ist ja perfekt. Hier müsste ich mal hin. Und da werde ich mal vorbeischauen. So schnell es geht. Was haben wir hier? Eine karge Welt und eine karge Welt interessiert mich gar nicht. In Feldasir sitze ich, kann aber irgendwie nichts machen, verstehe ich nicht ganz. Planet ist besetzt, Hungertod, Heimatwelt, schlecht, titanisches Leben, Asteroideneinschläge. Was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist die Frage, die ich mir irgendwie stelle. Der Planet ist zwar besetzt, aber mehr passiert da jetzt auch gerade nie wirklich. Fällt das hier, das ist das. Sitzt auch kein anderer weiter. Ja, noch ein bisschen unklar, wie ich das machen soll, dass das dann irgendwann mal meinem Gebiet angeschlossen wird. Romsir ist mir jetzt erstmal Wurst. Sastarom. Den hätte ich gerne. Die Gaia-Welt. Und da werde ich jetzt dann auch mal hinmachen. Und da hole ich meine Truppen nämlich hier wieder ab. Von Feldasir. Zack. Ihr fliegt zu hierher. Ihr könnt doch nichts. So. Meine Flotte wird so halbwegs wieder in Schwung gebracht, nach den doch herberen Verlusten. Also so viele Verluste habe ich eigentlich gar nicht, das muss ich auch so sagen. Wäre aber schon mal irgendwie ganz cool, wenn ich meine Flottenstärke wieder halbwegs auf den Damm bekommen tät. Wer seid ihr hier? Das ist die zweite Notwehr, die fliegt mal zum Mars. Und verbindet sich dann mit der Second Task Force, die kommt nämlich auch mal hierher. Das Konstruktionsschiff könnte hier noch was bauen. Und zwar hier hinten, nee, auf Callisto wieder die Bergbaustation bauen, die sie mir zerballert haben. Die Säcke. Okay, sind es jetzt beide Flotten schon da? Nö, okay. Aber euch kann ich zusammenfassen. Habe ich immerhin noch eine 1-1-K. Mann. So. Im Odin-System, da muss ich mal kurz hin. Odin 1, bau mal schön. Achso, halt. Ist vielleicht gar nicht nötig. Wenn ich nämlich hier weiterbauen kann. Nee, kann ich nicht. Also bauen wir doch auf Odin 1 weiter die Schiffe. Die starke Goten-Klasse und die. Und dazu noch Corvette. Korvettinski. Was haben wir hier? Die kommt mal auch hierher. Dann hatte ich doch noch, hatte ich nie irgendwo noch ein... Aha, mein Kolonieschiff haben sie weggeschossen. Das ist natürlich nie so gut. Aber ihr wollt es ja so. So. Jetzt muss ich mich aber nebenbei doch auch nochmal hier rum kümmern. Kann ich denn... Ich könnte schon, ich bin mir relativ sicher. Geht's ja gar nicht. Lichtbringer, Windensystem, dorthin.
finden. Ja, Research complete. Mal hier. Okay, Ingenieurforschung stehen zur Forschung bereit. Ja, ich bin dabei. Speicherkreuzer. Das ist es. Das muss es sein. Feindflotte in der Nähe. Im Rotiersystem. Tja, Felders hier bin ich ja weg. Bisschen unglücklicherweise. Was ist denn hier in dem Rotiersystem für eine Stärke, Flottenstärke, abgehauen? Na gut, dann halt nicht. Sastrom ist das Ziel. Hostile fleet detected. Okay, könnt ihr gerne machen. Construction complete. Sehr gut. Ressourcenspeicher voll. Mhm, das ist sehr toll. Feindflotte in der Nähe. Ja. Dann seid ihr mal fällig. Forschungsschiff. Projekt erforschen. Forschungsschiff. Projekt erforschen. System wird fleißig gebaut. Aha, die sind abgehauen. Nee. Dann möchte ich gerne die Invictus jetzt hier haben. Odin-System. Hostile fleet detected. Okay. Flotte. Invictus, greift die bitte mal an. Hostile fleet detected. Station under attack. Hostile fleet engaged. Station under attack. Evading hostile fleet. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hier und eure Scheißkreuzer. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Wird es jetzt zum Ende gehen? Wir werden sehen. Bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt, die Jungs aufzuhalten. Bisher sieht es ganz gut aus. Ich habe das Gefühl, dass meine Schiffe einfach ein bisschen mehr einstecken können als den ihre Kreuzer. Da bin ich
updated. Sind sie abgehauen? So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Flottenkampfstatistik. Die Notwehr, Korvette. 8 Kreuzer, 11 Zerstörer und die Korvetten. Ich will das gerne mal von dem sehen. Invictus hat einen Zerstörer verloren. Ja, und ich teile sehr viel mehr aus. Finde ich gut. Okay. Nee, zack. Station under attack. Welche Station ist under attack? Fulas. Who the fuck is Fulas? Dort. Und wer kommt da? Noch eine 4000er Flotte. Das wird jetzt langsam unangenehm. So schnell kann ich nämlich nicht dort sein. Vor allen Dingen mit meiner Flotte. Gar nicht mal so geil. Die Transportflotte brauche ich jetzt nie. Evading hostile fleet. Bei Odin 1 gucken. Raumhafen bauen. Ich brauche Schiffe. Station under attack. Überraschung. Die fliegt jetzt mal hierher, einfach um mal ein bisschen stumm zu machen. Ich habe Arbeitslosigkeit, was, wie, wo? Bauen, Bergbaunetzwerk, bauen, wie viel Futter habt ihr? 1, okay, dann ist das ganz okay, wenn ihr hier eine Hydrokulturform hinflackt. Und ihr hier baut noch ein Kraftwerk, nee, Bergbaunetzwerk, ja. Hostile fleet detected. Yggdrasil-System, das ist gar nicht gut. Hostile fleet detected. Hostile fleet engaged. Station under attack. Hostile fleet detected. Gut, das ist nicht gut. Der hätte sich mal zurückziehen sollen, der Depp. Das muss jetzt mal alles weg. Jetzt wird alles ein bisschen unangenehm. Auf jeden Fall versuche ich mal mit euch hier Weißen Frieden anbieten.
handeln, Eisenfrieden anbieten. Lehnt ihr Jungs ab? Die Jackie Foundation, wer ist das? Ihr! Ihr nehmt den Frieden nie an. Okay. Okay. Im Yggdrasil-System kümmert ihr Jungs euch mal bitte. Was sind die? Dort. 4-5 gegen 4-8. Na, jetzt wird's so langsam enge. Hostile fleet engaged. Die haben irgendwie viel, viel mehr Schiffe als ich. Die haben diese komischen Nachteile. Ich muss kacke mit meinen Raketen abschießen. Dazu lege ich hier Zerstörung dieser. Das ist super. Neue Kraftwerk ist auch super. Mann, Mann, Mann. Machen wir mal das. Oh, 5000. Ich vermöbel sie. Immerhin. Immerhin vermöbel ich sie wenigstens. Aber so kann das nicht weitergehen. Hostile fleet detected. Science ship under attack, evading hostile fleet. Okay. Odin 1. Odin 1. Brauchen wir gebaut. Okay. Ich weiß, nicht schlimm. Was haben wir hier? Mann, 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 Mann. Das könnte alles ein bisschen besser laufen. Ich könnte mal nebenbei meinem Reich Sektor verwalten. Ja, ist nicht verbunden. Schlecht. Gut, den kann ich hier auch nicht machen. Darauf muss man dann halt mal noch ein bisschen warten. Ich habe so gut wie keinen Schaden genommen. Das ist irgendwie nett. So, was habe ich jetzt noch? Hier habe ich noch die zweite Taskforce, mit dem die andere ja klassisch draufgegangen ist. Zivilschiffe halte ich erstmal raus. Da kommen sie nämlich schon wieder angekackt. Die Lutscher. Hm.
bereitet sie euch vor. Kommt schon, bewegt euch Jungs. Bewegt euch Kinder. Construction. Letzte Schlacht für diese Folge. Wollen schon wieder bei mir zu Hause anklopfen. Science ship under attack. Station under attack. Jetzt seid nicht faul. Hostile fleet engaged. Station under attack. Kleine Schiffe uns ordentlich. Hostile fleet detected. Schießt in Stücke. Hostile fleet. Situation log updated. Okay, jetzt geht es so langsam auf Verschleiß, das finde ich nicht gut. Raumhafen bauen. Hostile fleet detected. Seid ihr Spackos? Yggdrasil? Oh, was macht denn ihr alle hier? Ihr bombardiert meinen Planeten, ja siehst! Hostile fleet detected. Den Frieger sind sie auch. Wird immer besser. Hostile fleet detected. Debris analyzed. Hostile fleet detected. Ach, das sind jetzt inzwischen Kumpels. Das ist ja super. Ihr blöden Wichser. Da kommt er jetzt nie wirklich schon eine. Komm schon. Wird ihr gerade gelandet? Nö. Hostile fleet engaged. Okay, dann wird das hier der letzte Kampf für diese Runde. Mal schauen, ob wir das halten können. Ja, das ist ziemlich kompliziert. Es tobt. Jetzt habt ihr die größte Fresse, weil ihr mit den Kunden zusammenspielt. Assis. Ich will ihn noch in den Schiffen zu legen, ihr Penner. Was ist das?
depleted. Was für ein Gemetzel. Hostile fleet engaged. Verfickte Scheiße. Okay, okay. Das kann man aber irgendwie hinkriegen. Mit denen kann man dann irgendwann mal Frieden machen. Hoffentlich. Und Lichtbringer und Yggdrasil kann ich verteidigen. Hier wird eine stärkere Flotte so langsam aufgebaut. Die kommt mal hoffentlich langsam aus dem Knick. Ich nehme mir auf jeden Fall mal noch einen Anführer dazu. Für die zweite Taskforce und damit beende ich das hier mal. Es wird jetzt alles ganz schön stressig. Schauen wir mal, wie lange das Ganze noch hält. Ich könnte mal mit denen noch mal schnell reden, ob die nie vielleicht Kumpels werden wollen. Diese Rakon. Die sind gute Freunde. Schauen wir mal, ob wir damit was machen können. Nein, 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 nee. Nee, das ist auch blöd. Die mögen uns allerdings. Na gut, man müsste sie irgendwie mal in ein Bündnis ziehen. Könnte man weiterschauen, ansonsten sieht es ganz schön eng aus. Ich habe mit denen Probleme, und zwar nicht wenige. Na, schauen wir mal, wie das ausschaut oder ausgeht. So ist es besser. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, sagt auf Wiedersehen, Michael.